der FC Bayern? Wird dieses Gespräch eigentlich aufgezeichnet? Ich kenne mich am Fußball nicht aus, weil ich bin ja 60er-Fan, sagen sie immer. Ich möchte jetzt auflegen, ich fühle mich abgehört. Corby, herzlich willkommen in der Kühlbox. Ruf jemanden an. Diese drei Begriffe musst du einem Anrufer entlocken. Einmal der FC Bayern, einmal Streichholz und die Kühlbox. Das ist also ein Witz. Der erste Begriff ist ein Witz. Das darf ich ja nicht mal aussprechen, das erste. Ich muss ja nur jemand anders aussprechen lassen. Genau. Richtig. Genau, du musst es ja nicht aussprechen. Genau. Soll ich den Kremmer anrufen, oder? Ja, gerne. Der wird mich wieder beschimpfen morgen, dann, warum ich ihn anrufe. Das glaube ich nicht. Oh, ja. Der mag dich bestimmt. Der mag mich gern, aber ich glaube, der mag da nicht mitmachen. Grüß dich. Ja, servus, Nico. Hi. Pass mal auf. Wie heißt denn das, mit dem man auch eine Zigarette anzünden kann? Nicht Feuerzeug, ja, sag einmal. Zigarettenanzünder? Nein, das andere, diese kleinen, da wo es auch diese Schachteln da gibt. Wie heißt denn das jetzt nochmal? Sippo. Nein. Da wo man an der Schachtel das Ding entlang zieht. Wie heißen diese Teile jetzt? Streichhölzer, Mann. Das ja. Ist doof. Ja, ich bin ein bisschen verblödet, hey. Was ist denn in Frankfurt eigentlich? Ja, wir hocken jetzt gerade hier hinten und haben über was weiß ich, Gott und die Welt. Wir haben über die Bundesliga geredet, aber ich kenne mich am Fußball nicht aus, weil ich bin ja 60er-Fan, sagen sie immer. Und dann habe ich gesagt, der Nico kennt sich aber brutal aus, weil du spielst ja bei dem Managerspiel. Und du wolltest ja unbedingt den Musiala haben. Aber ich darf ja den Verein nicht aussprechen, weil ich ja 60er-Fan bin. Weißt du, bei wem spielt er? FC Bayern! Ah ja, schau hin. Alles klar, das ist schon mal gut. Na gut. Und meine Kinder, die sind jetzt doch ins Freibad, gell? Aber die haben da... Wird dieses Gespräch eigentlich aufgezeichnet, weil du anders redest auf einmal? Nee, wird's nicht. Aufgezeichnet wird hier gar nichts. Das glaube ich dir nicht. Ja, du musst mir jetzt nur noch sagen, eigentlich, wie das heißt, wo man seine kalten Getränke reinmachen kann, dass die kalt bleiben. Ich möchte jetzt auflegen, ich fühle mich abgehört. Ja, aber du brauchst mir nur noch eine Sache sagen. Wie heißt es, wo man die kalten Getränke reinmacht? Nee, ich möchte, dass du dieses Spiel verlierst. Du bist doch mein Lieblingsmensch. Du hast mich sehr böse hintergangen. Ich hab dich nicht hintergangen. Du hast mir eine Nachricht geschrieben, dass ich aufgenommen werde. Was? Nein. Ich hab dir keine Nachricht geschrieben. Ja, sag ich ja. Das hättest du machen müssen. Ja, aber das jetzt verlierst du dieses Spiel. Toll. Du bist gemein. Ich wollte eigentlich nur wissen, wenn ich da mal wieder die Strafen mache. Und wie das heißt, doch der gleiche Begriff. Strafen, wo geht man da rein? Strafbank, da gibt es ja noch so einen Begriff. Da gibt es so einen komischen Vogel bei Magenta, der kommentiert es auch. Wie heißt denn das da? Ja? Ja? Ich helfe dir nicht. Ja, toll. Du bist gemein, hey. Du bist echt gemein. Gut. Dann lege ich jetzt auf. Findest du noch Beschreibungen? Ja, vielleicht. Aber die sind nicht mehr jugendfrei. Ich melde dich danach. Ja, mach ich. Toll, danke nochmal. Gut. Ciao. Ciao zusammen. Ach, herrlich. Ach Gott. Toll. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Du hast alles gegeben. Ja, heute der ist zu clever. Er ist wirklich clever. Er hat es dann gecheckt, der, gell? Der schaut es. Der kennt auch, wie ich rede. Ja gut, das ging ja schon mit dem Streichholz los. Ja, das war ein harter Start. Am Anfang war er noch nicht so misstrauisch. Wenn ich dann anfange und dann so, hey, was laberst du, weißt? Aber gut, beim FC Bayern hat er mich halt erwischt. Danke, Holzi. Danke. Oh, schön. Wie im Tor, hast auch nichts gefangen, hey. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.